Ah, so. Oh, if kisses are snowflakes, I send you a blizzard. Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Saskia und ich freue mich sehr, dass du dich hierher verirrt hast. Meine Öhrchen, und ich glaube, mein eines fällt bald ab, muss ich kleben, haben nur eins zu bedeuten. Ich habe einen Adventskalender für euch. Ja, ich fühle es irgendwie auch, ehrlich gesagt, noch nicht so richtig, bin ich ganz ehrlich. Aber heute ist tatsächlich der erste Adventskalender bei mir eingetrudelt, denn im Asan hatte einen sehr zügigen offensichtlich Pre-Sale. Der ist auch schon abgelaufen, glaube ich. Also ihr könnt nicht mehr den Code dazu nutzen. Aber vielleicht gibt es demnächst jetzt auch noch einen anderen. Und ich habe mir den Make-up-Adventskalender geholt, also den mit der dekorativen Kosmetik drin. Ich hatte letztes Jahr schon überlegt, mir den zu holen, habe es dann aber tatsächlich nicht gemacht. Und war eine Freundin von mir sehr begeistert von dem war. Liebe Grüße an dich und raus, Anne. Wollte ich ihn mir jetzt mal holen. Wir haben, ich merke es hier hinten schon, genau, oh, es wird einmal gespoilert auf jeden Fall. Wir haben hier aber auch auf jeden Fall was zum Aufstellen, sodass ihr den auch hinstellen könntet. So ein bisschen angelehnt. Und dann seht ihr hier diese Banderole, die so ein bisschen vorne den Schutz macht. Die kann ich, glaube ich, einfach rausziehen. Genau, hier steht auch drauf, Tarn, Eyes, Lips und Nails. Ich bin sehr gespannt. Er hat jetzt, eigentlich kostet er 70 Euro, 69, Ich habe ihn jetzt durch den Presale für 60 Euro bekommen. Ich glaube, wenn ihr euch regelmäßig mal guckt, da gibt es immer Angebote. Oder mal, wenn ihr euch mit einer anderen E-Mail-Adresse anmeldet, kriegt ihr 10 Euro Rabatt oder sowas. Könnte man das auf jeden Fall auch machen. Oder wenn es die dann, weiß ich nicht, bei Rossmann gibt mit einem 10% Gutschein, dann lohnt sich das ja auch. 70 Euro ist natürlich schon eine Ansage. Ich gehe davon aus, hier wird ein deutlich höherer Warenwert drin sein. Den Warenwert werde ich euch auf jeden Fall auch hinschreiben, also der einzelnen Produkte und natürlich auch der ganze im Vergleich. Ich bin aber ehrlich, mir ist dieses Jahr tatsächlich der Warenwert gar nicht so sehr wichtig, sondern mir ist wichtiger, dass ich auch den Großteil der Produkte behalte. Hier bin ich so ein bisschen wahrscheinlich in Gedanken, dass ich denke, da wird bestimmt das eine oder andere für meine Schwester dabei sein, was aber ganz gut wäre, weil ich letztens erst jetzt gestern tatsächlich mit Anne darüber geredet habe, wegen Adventskalendern für meine Familie. Und ich jetzt ein bisschen gerade, was Make-up angeht, meiner Schwester auch was reinpacken kann. Die ist nämlich ein großer Fan von dem Magic Finish. Ja, und wie gesagt, das hier wackelt hier sehr, sehr schön. Das soll nämlich eigentlich nicht so wackeln. Das ignorieren wir einfach, Leute. Ist so. Mein eines Öhrchen hat sich schon ein bisschen verabschiedet. Wir hoffen mal das Beste und machen jetzt einfach mal Türchen Nummer 1 auf. Wir haben hier übrigens Zwischenebene, das finde ich sehr schön. Das könnt ihr hier auch jetzt ganz gut erkennen. Das heißt, es fällt nicht alles runter. Es sind immer zwei Reihen quasi in einer Ebene. Ja, so sieht Türchen Nummer 1 aus. Da haben wir die Schneeflocke. Ich mag das Design tatsächlich, dieses kupfrige und schwarz. Und in Türchen Nummer 1 haben wir einen Waterproof Mascara. 38 Grad Waterproof Mascara. Ich habe tatsächlich einen von dem Asan da, den ich noch nicht ausprobiert habe. Den habe ich mir aus dem Trash hier rausgenommen. Ist nicht so ganz mein Stil, bin ich euch ehrlich. Werde ich trotzdem ausprobieren. Der wird also auf jeden Fall erstmal auf der Seite stehen. Was ich behalte. Genau. Ich sag mal, die Türchen sind jetzt nicht teilweise sehr klein, also nicht so riesig. Für Kleinigkeiten kann man den auf jeden Fall gut wieder befüllen. Ah, hier steht auch noch was drauf. Ja, wasserfester Mascara bis 38 Grad mit warmem Wasser entfernbar. Okay. Ja gut, ein Sommermascara brauchen wir jetzt nicht. Und may your day be as flawless as your lashes. Okay, sehr niedlich. Mal gucken, ob überall auch so ein Spruch hinten drauf steht, kann man natürlich dann auch einfach umdrehen, um zu wissen, dass man dann halt damit fertig ist. Ne? Dann ist der Hintergrund einfach schwarz. Die 2 ist schmal und klein, auch relativ leicht. Hier haben wir offensichtlich was für die Lippen, ein kleiner Lippi. Und ihr seht, ich habe nämlich auch gar nichts drauf, weil ich dachte, vielleicht haben wir Glück. Und zwar Brilliant Shine Lipstick in der Farbe Pine Lily. Also das ist der. Ich glaube, die sind im Original ein bisschen größer. Hier seht ihr auf jeden Fall schon mal den Farbton. Ist ein sehr dunkler, ne, ich weiß gar nicht, ob der so dunkel ist, aber schon eher von der dunkleren Natur. Ich swatch den mal noch nicht, weil ihr wisst, Lippies sind eigentlich nicht so meins. Das wäre vielleicht etwas, was ich vielleicht an meine Schwester weitergeben würde. So, aber an sich auch ein schönes Produkt. Wie gesagt, ich bin nicht so der Lippi-Fan. Ich wusste aber, dass hier wahrscheinlich zwei, drei Lippis drin sein werden.
Weil im Asam, glaube ich, auch eher Lippenstifte hat als Liquid Lipstick. So, die 3 ist wieder größer. Und sehr leicht. Was Stiftartiges. Hey You Nice Brows. Okay, wir haben hier einen Augenbrauenstift. Ihr Eyebrow Designer in Braun. Ich weiß, das ist ein großes, umstrittenes Thema. Für mich passt es jetzt. Ich bin aber auch quasi in Anführungsstrichen der Normalo. Wir haben hier, so einen zum Rausdrehen. Farblich dürfte er mir wahrscheinlich auch passen. Ich swatche mal. Ja, ich denke, das ist eine gute Farbe für mich. Der wird definitiv auf meiner Seite bleiben. Auch das ist eine kleine Größe. Ich finde es jetzt bei so einem Kalender auch tatsächlich nicht schlimm, dass das klein ist. Weil so kann man sich mal durchs Sortiment testen. Ne? Küche Nummer 4. So, hier haben wir, ich gucke mal kurz draußen, Lips of Honey Heart of Gold. Ein Lippenöl mit einem Hauch Farbe. Okay, es ist, ne, auch das hier ist eine kleine Größe. Ist eine schöne Farbe. Ich kann mir auch vorstellen, also irgendeines der Lippenprodukte werden wir auf jeden Fall noch testen. Starshine Lip Oil. Strawberry. Das würde ich sagen, passt auf jeden Fall. Die 5 ist ein besonderes Türchen für mich, weil, schreibt es in die Kommentare, For a Holiday State of Mind. Ah, so. Oh, ein Loose Bronzer. Der Dream Glow Loose Bronzer. Ich hatte, glaube ich, noch nie einen Loose Bronzer. Okay, wird definitiv bei mir bleiben. Ich glaube, die Farbe könnte auch gut gehen bei mir. Gut, muss man dann ausgeblendet sehen, behalte ich definitiv. Sehr cool. Ich wusste gar nicht, dass die auch Loose Bronzer Produkte haben. Türchen Nummer 6 ist der Nikolaus. Der ist für viele von euch, glaube ich, das wichtigere Türchen. Und hier steht drauf, Beauty is good for the soul. Passend zum Türchen Nummer 5, das finde ich tatsächlich gut, haben sie uns jetzt auch einen Pinsel reingepackt, mit dem wir quasi den Bronzer dann auftragen können. Ich lasse den mal zu. Ich denke, den würde ich mal an euch weiter verlosen, weil ich diese kleinen Pinsel tatsächlich nicht so schön finde. Hier steht in, also ihr seht ja, das ist so ein kupferfarbenes Design, ähnlich wie der Adventskalender. Hier steht auch noch Powder Brush drauf. Deswegen würde ich das mal zur Seite legen. Da hat dann einer von euch auf jeden Fall Freude dran. Türchen Nummer 7. Das ist das, die Mitte, wo im Asam draufsteht. Und hier haben wir, oh, das sieht was für mich aus. Ja, ein Push-Up, nein. Ich wollte gerade sagen, er glitzert so schön. Stay bold, stay gold ist das Motto auf der Box. Lipgloss Menthol für Plumping-Effekt. Schade, weil glitzertechnisch sieht der aus wie etwas, was ich mögen werde. Aber leider bin ich kein Fan von Plumping. Mann. Können wir mal dieses Plumping jetzt sein lassen? Als ob das groß was macht. Sind wir doch mal jetzt realistisch. Also wer kann denn jetzt wirklich behaupten, dass das Plumping so richtig krass was für ihn macht? Außer, dass das kurz brennt und dann, ja, ist die Durchblutung für 2 Sekunden ein bisschen stärker und dann war es das. Also, so, die 8 ist schwer. The most beautiful time of the year. Jo, das lässt sich, darüber lässt sich zwar streiten grundsätzlich. Auch schon wieder meine Pinzette. Das, wenn man keine Nägel mehr hat. Die sind super kurz und gerade nichts drauf. Und hier haben wir ein, ja, ein Endless Shine Top Coat. Hier sind auch Nägelprodukte drin, deswegen finde ich das nicht so schlimm. Ich benutze ja auch auf meinen Füßen welchen. Meine Kamera möchte heute nicht scharf stellen. Ich glaube, die Produkte sind leicht überfordernd. Ich werde ihn tatsächlich erstmal behalten, weil ich mich da auch auf den Füßen immer gerne ausprobiere. Die Nummer 9. Instant Dry Drops. Shake It. Magische Schnelltrocknungstropfen für Nagellack mit pflegendem Mandelöl für eine schnelle und komplizierte Maniküre. Die praktische Pipette ermöglicht eine einfache Dosierung. Vor Gebrauch schütteln 1 bis 2 Tropfen auf die frisch lackierten Nägeltropfen, trocknet den Nagel automatisch in wenigen Sekunden. Das finde ich ja spannend. Das behalte ich auf jeden Fall. Ich habe bei Schnelltrocknungssachen schon gedacht, irgendwas für die Nägel. Passt ja auch wieder. Wir haben am Tag vorher eben den Topcoat gehabt. Die Idee dahinter auf jeden Fall grundsätzlich ziemlich cool. Das sieht aber auch spannend aus. Das ist, aber es ist gar nicht farblos. Copper Chic. Tatsächlich, steht auch oben drauf, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. When in doubt, just add some more glitter.
Ja, dann soll man quasi wahrscheinlich den Topcoat einfach drauf machen auf den Nacktnadeln und einfach den Glitter on top oder halt, wenn man schon eine Farbe drunter hatte. Das finde ich, das ist ein cooles Produkt. Also kommt Leute, habt ihr sowas schon mal gehabt? Ein Schnelltrocknungstropfen, der gleichzeitig auch noch quasi ein Teil des Produktes ist und des Nageldesigns. Für schnellere Trocknung auf den Nagellack geben und den Glitzer mit Überlack fixieren. Ja gut, da muss ich aber dann doch wieder was drauf machen. Okay, noch nicht so ganz verstanden, aber ich werde es testen auf den Füßen bestimmt. Gerade habe ich mir auch die Nägel gerade neu gemacht, deswegen nicht. So, Tüchchen Nummer 10 ist wieder klein und schmal. Den nächsten Lippi haben wir hier drin. Die Farbe Champagner Schimmer. Ja, also wie sie aussehen, ist ja immer klar. Ich zeige euch lieber mal gleich den von innen. Der sieht so aus, ist auf jeden Fall hat einen deutlich höheren Rotanteil. Ich suche gerade den Schimmer, sehe ich noch nicht so richtig. Wie gesagt, wenn jetzt hier nur Lippis drin sind, werde ich einen Lippi, denke ich, auf jeden Fall behalten zum Testen. Der Champagner Schimmer spricht mich tatsächlich relativ stark an. Sparkle like snow ist das Motto von Türchen Nummer 10. In Nummer 11 haben wir Make-up Fond de Teint, ja genau, Make-up. Also das, ja, Magic Finish, ja, in so einer ganz anderen Tube. Das kennen wir, in der Tube kenne ich das auch nicht. Eher diese länglicheren, ich weiß gar nicht, ist hier mehr oder weniger drin? 7 Milliliter, hier ist wirklich nur eine kleine Größe. Geht an meine Schwester definitiv weiter. Ich gucke nochmal kurz, welche Farbe das ist. Um euch zumindest mal ab und an noch was zu swatchen. Ich habe hier oben einen kleinen Punkt, man sieht den kaum, ne? Ich mach mal... Ja, es ist auch hier natürlich ein heller Farbton. Ich denke, für meine Schwester und mich dürfte es funktionieren. Ihr wisst, wer das Magic Finish kennt, geht an meine Schwester. Das ist halt ein Produkt, was minimal ausgleicht, keine große Deckkraft hat, ne? Puder und alles in einem sein soll. Hier steht drauf, no one is you and that is your power. Get glowing, the world needs your magic. Fühlt sich an, als ob hier gar nichts drin ist. Okay, we will see. Es fühlt sich wirklich an, als wäre nichts drin, weil es ist nur ein kleines Sachet. Das finde ich ein bisschen doof, weil das ist so ein Pröbchen. Hier sind 2 Milliliter drin, ein Glow Serum. Da hätten sie auch so ein kleines Pipettenfläschchen und sowas reinmachen können. Ne? Also 2 Milliliter, da hast du auch wirklich nur einmal was davon. Ich werde es austesten, aber ja, sind wir wieder beim Thema Größe. Ne? Deswegen meinte ich gerade, es fühlt sich an, als wäre gar nichts drin, weil es sich so in der Kante verhakt hatte. Das ist auch, ich habe reingeguckt und war so... Es ist nichts da. Okay, Nummer 13, Halbzeit. There is always a reason to smile. Ja, das nächste Lippenöl, das Starshine Lipöl in der Farbe. Es ist so klein, Kinders. Raspberry Cupcake. Auch das sieht wirklich schön aus vom Farbton. Ich denke, das wäre eins, was ich nicht benutzen würde, weil es zu hell für mich ist. Das ist sehr nah an meinem Grundton. Das macht nichts für mich. Also wenn ich packe mal hier 2 Lippenprodukte in die Mitte, das ist das Ding und der letzte Lippi, den ihr gesehen habt, weil die finde ich wirklich interessant. Aber man kann ja auch ein bisschen was, ne, weitergehen, meine Schwester wird sich über einiges freuen dürfen. So, Türchen Nummer 14. It's the season to sparkle. Dann will ich auch was Sparkliges haben. Oh ja, hier ist was Sparkliges drin. Ein Nagellack in einem wirklich schönen Champagnerton. Auch nur so eine kleine Flasche. Ich weiß nicht, ob das eine reguläre Größe ist. Sparkling Joy. Sehr schön, werde ich auch erstmal behalten. Die 15 klappert und ist sehr leicht. Hier drin haben wir Your Eyes Could Light the Sky. Kajal, der typische Kajal. Ja, sieht ganz danach aus. Ein schwarzer Kajal, würde ich sagen. Ja, Eye Designer Golden, nee, Golden Pearl. Ein goldener Kajal. Okay, das finde ich schon wieder gut. Das wirkt nicht den typischen, ich zeige ihn euch erstmal im Ganzen, nicht den typischen schwarzen Kajal, sondern wirklich einen goldenen drin haben. Als Inner Corner Highlight. Werde ich weiter austesten. Es ist für mich tatsächlich ein Kennenlernkalender. Ich glaube, so muss man auch da rangehen. Türchen Nummer 15 hatten wir gerade, dann gehen wir in die 16, die ist direkt daneben. Und hier steht drauf, making the world more beautiful, one brow at a time. Okay, also was für die Augenbrauen. Ich finde niedlich, dass sie so ein bisschen ab und an diese Wortspiele machen, die da quasi schon verraten, was drin ist. Wir haben hier einen Clear Lash and Brow Styler, den werde ich weitergeben, weil ich kein Fan von Clear bin. Aber die Idee finde ich gut. Das ist jetzt auch ein Produkt, was wirklich jeder benutzen kann. Deswegen gute Idee.
habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich dieses Jahr überlege, einen Adventskalender selbst zu befüllen und euch zu verlosen. Ich denke, also Minimum hätte ich dafür gerne 600 Abos. Es liegt an euch, Leute. Türchen Nummer 17, ne? Gibt es auf jeden Fall dann große Ankündigung, wenn ich das mache. Weil ich ja noch ein bisschen Zeit bis dahin, ne? Jetzt schaffen wir ja auch die 700, weil ihr richtig rein abonniert. So, achso, ich wollte erst vorlesen. Gloss on, worries gone. Ein Lipgloss, bitte nicht plumping. Doch, leider immer. Oh, die sind so schön, Leute. Das kotzt mich richtig an, ne? Es tut mir leid, das jetzt sagen zu müssen. Das sind so schöne. Ich muss die in die Mitte stellen. Ich muss die testen. Vielleicht sind die ja nicht so schlimm. Wenn die relativ schnell wieder aufhören, so rumzubitzeln, dann würde ich die auch behalten. Wenn es nur so ganz kurz ein bisschen ist. Oh nee, Yoshi, nein. Leicht durch den Wind. Die Katze hat das Klebeband vom Karton abgefuttert und versucht es zu essen. Hang Gott sei Dank zur Hälfte noch raus. Ich musste ihn erstmal im Bad einfangen. Türchen Nummer 17, deswegen kann ich nichts liegen lassen. Relativ leicht. Aber nicht das leichteste Türchen, das hatten wir ja schon. Achso, was steht hinten drauf? Be happy, be bright, be you. Und hier haben wir ein Mousse Eyeshadow. Ist das ein Primer? Nee, es ist wirklich wahrscheinlich die Farbe. Also quasi Richtung Liquid Eyeshadow, bloß in Mousseig. Oh, ich glaube, den kann man auch sehr gut. Den würde ich gar nicht als Eyeshadow benutzen. Das wäre für mich ein Highlighter. Guckt euch den mal an. Das ist ja schön. Der ist ein bisschen wärmer, aber man muss ihn schnell verarbeiten, stelle ich gerade fest. Er trocknet super schnell. Aber guckt mal, wie schön das aussieht. Ich gucke jetzt auch mal im Spiegel, nicht immer im Viewfinder. Oh. Nee, also den benutze ich als Highlighter. Dementsprechend kommt er auf meine Seite. Klein, aber fein ist das Türchen Nummer 19, nachdem ich gerade gefühlt 2 Minuten gesucht habe. So, bestimmt irgendwas Nagellackartiges. Nein, irgendwas Pöttchenartiges. Eine Lippenmaske von M. Asan. In so einem Roasted Almond. Okay. Ich glaube, die würde ich erstmal selber behalten. Hier sind 5 Gramm drin und mal ausprobieren. Ihr wisst, gerade lasse ich das tatsächlich schleifen. Muss ich auch mal wieder anfangen. Make time for you. Es steht hier übrigens hinten drauf. Ihr wisst, ich bin ein großer Fan von Lippenmasken, vor allem abends zum Schlafen gehen. Da ist die 20. Die ist wieder ein bisschen schwerer. Wir haben ein Volume and Repair Lip Balm. In einer sehr hellen Farbe, weswegen der wahrscheinlich nichts für mich ist, einfach weil er zu hell ist. Ja, aber ich glaube, der könnte meiner Schwester gefallen. Schimmerst du? Kann ich nicht erkennen, aber außenrum scheint er zu schimmern. Die Farbe Pink Dream. Wie gesagt, diese hellen Pinktöne stehen mir nicht, dafür bin ich nicht der Typ. If kisses are snowflakes, I send you a blizzard. So, Türchen 21. Let your eyes do the talking. Jetzt kommen wir wahrscheinlich wieder in den Augenbedrucken. Oder Mascara, könnte ich mir mal vorstellen, dass wir uns noch einen zweiten reinpacken. Nein, ich habe mich geirrt. Wir haben einen Eyeliner-Pen in der Farbe Schwarz drin. Ja, also einen schwarzen Eyeliner mit einer Filzspitze hinten dran. Den werde ich auch weitergeben, beziehungsweise meine Nachbarin mal fragen, ob sie den haben will. Anni, wenn du dieses Video siehst, möchtest du den haben? Weil wenn ich Eyeliner benutze, hat er Farbe und ist nicht schwarz. Bin ich ehrlich. Aber auch das, cooles Produkt. Das ist wirklich ein schöner Mix. Bis auf die Lippenprodukte, wo wir bis jetzt wirklich von jedem 2 haben. Also 2 Lippenöle, 2 Lipglosser und 2 Lippenstifte. Haben wir nichts doppelt, ne? Die Mischung ist gut, auch wenn einiges weitergeht. Aber ich habe den, wie gesagt, auch wirklich mit der Prämisse so ein bisschen gekauft, dass ich hier ein paar Sachen für meine Schwester benutzen kann. Da ist die 22. Auch klein und fein wie Küche Nummer 19. Und hier haben wir einen sehr schönen Nagellack. Die Farbe Firestarter haben wir hier drin. Sehr schöner Ton. Liebe ich ja. Das ist ja wirklich voll meins. Küche Nummer 23. Wir sind schon wieder fast am Ende. Aber ich nehme auch schon wieder eine halbe Stunde auf. Seht ihr nicht? Euer Video ist kürzer. Cherry Lips for a Mistletoe Kiss. Ein Ultra Glaze Lip Gloss. Endlich mal einen, den ich benutzen kann.
Ich glaube nur leider, dass die Farbe einfach nichts für mich ist, weil ich diese knalligen Rottöne nicht trage, aber passt natürlich zu Weihnachten. Türchen Nummer 24. It's time to make magic happen. Ja, und wie ich es gesagt habe, aber ich glaube, das ist keine Full-Size-Größe, das klassische Make-up von M. Arslan, das Magic Finish. Hier sind, ich versuche es gerade rauszufinden, denn es ist definitiv keine, genau, 18 Milliliter drin. Auch diesmal keine Special Edition. Ich glaube, letztes Jahr hatte die dann so ein Special Design obendrauf. Geht an meine Schwester. Wie gesagt, damit habe ich gerechnet, dass das in der 24 drin ist. Hätte ich mir tatsächlich aber gewünscht, dass da eine Full-Size-Größe drin ist. Also so die 24 finde ich und die 6, die dürfen Full-Size sein. Bei den anderen bin ich bei 70 Euro oder jetzt 60, die ich bezahlt habe, nicht traurig. Jetzt gucken wir mal, ob nichts mehr klappert. Es ist sehr ausgewogen, Leute, was es angeht. Wir haben 8 Lippenprodukte, das ist schon echt viel. Wobei man sagen muss, 2 Lippenstifte, 2 Plumping Glosse, einen normalen Gloss, 2 Lippenöle und so ein Lippenpflegestift. Wir haben, wenn ihr wollt, nur ein Füllprodukt und das ist tatsächlich dieser Pinsel hier. Ansonsten bin ich eigentlich ganz angetan. Klar, zweimal, ach seht ihr, ich habe gar nicht gesagt, das Ding hier, das ist ja diese kleine Größe von dem Magic Finish mit der Porzellanfarbe, hat auch einen Lichtschutzfaktor 30. Tragen wir nicht in der Menge auf, dass das helfen, dass das wirklich da wäre, aber kann man ja mal dazu sagen. Ich werde auf jeden Fall einen Teil der Lippenprodukte und diese beiden Produkte an meine Schwester weitergeben. Bei mir bleiben, das kann ich euch jetzt einmal zeigen, dieses Puder, was eben ein Bronzing-Puder ist, und die Lippenmaske, die drei vier Produkte für die Nägel. Die 4 Produkte. Hätte ich mir noch einen Basecoat gewünscht? Ja. Aber ich weiß, ganz viele wollen immer keinen Basecoat mehr drin, weil eben dann in allen irgendwie ein Basecoat drin ist. Ja, doch, es gibt noch ein zweites Füllprodukt und das ist das hier. Also, sorry. Da hätte man auch 5 Milliliter oder 10 oder 15 richtig reinpacken können, sind wir ehrlich. Den Mascara finde ich sehr spannend. Dann haben wir ja den Augenbrauenstift und den goldenen Eyeliner. Finde ich auch sehr spannend, der auch bei mir bleibt. Und das eigentlich eben, genau, also eigentlich das ist ja ein Eyeshadow, aber ich werde es als Highlighter definitiv mal zweckentfremden. M. Arslan ist gefühlt eine der wenigen Marken, wo man fast ein Fullface macht. Was uns quasi fehlt, ist ein Rouge. Könnte man natürlich irgendwie was von den Lippenprodukten vielleicht zweckentfremden. Ne? Die waren ja auch in die Richtung. Wir machen jetzt mal uns den Spaß. Den Ton Champagner Schimmer, den trage ich mir jetzt mal auf. Trage ich mir den auf? Trage ich mir was anderes auf? Nee, passt auf. Ich trage mir mal erstmal dieses... Ich weiß es nicht, Leute. Ich will wissen, das Lippenöl. Wir probieren das Lippenöl aus. Wenn ich gleich schreie, dann wissen wir es. Ich nehme das hier, weil das ist so schön. Das hat so ein tollen Farbeffekt, dass ich mir das jetzt einfach mal pur auftrage, weil ich wissen will, wie doll das brennt. Wenn es zu doll brennt, nehme ich es gleich wieder runter. Ah, nee, Leute, das ist halt nicht meins, ne? Und ich weiß nicht, der Schimmereffekt, jetzt habe ich ja auch nichts drunter. Er ist da, also der ist nicht schlecht, das muss ich wirklich sagen. Aber schön finde ich es jetzt nicht. Ich mache mal das Lippenöl einfach oben drüber. Das interessiert mich jetzt, dieses Rote. Ich glaube, Erdbeer war das ja. Oha. Oh, das riecht nach Erdbeeren. Ich lieb's. Oh, das kann ich mir super in meiner Schultasche vorstellen. Das macht so einen ganz leichten, darunter brennt es übrigens immer noch. Das macht ja wirklich nur so einen ganz leichten Touch. Mega schön. Ich glaube, das Ding werde ich auf jeden Fall behalten. Ja, das habe ich jetzt angefangen. Das geht ins Trashy. Das ist neu. Geht weiter. Brennt immer noch. Ist nicht meins. Bei dem muss ich mal schauen. Ich werde den, glaube ich, auch erstmal behalten und auch den werde ich behalten. Ich glaube, das sind halt super Größen, um sie in die Tasche zu stecken. Ne? Das Lippenöl finde ich richtig schön. Das macht so einen ganz natürlichen rosa-roten Touch. Ja. Bei den anderen Produkten bin ich sehr gespannt. Weitergehen tut das Clear Brow Gel, einfach weil ich kein Fan von Clear bin. Aber es ist auf jeden Fall einsetzbar und das ist eine gute Sache. Der Pinsel. Dann haben wir den Volume and Repair Lip Balm, der geht auch weiter. Und die 3 Lippenprodukte, wobei ich den hier an meine Schwester geben werde. Dann hat die ja hoffentlich auch Freude dran. Die gehen mal dann an euch. Hätten wir quasi schon ein paar Türchen, 4 oder 5, wenn wir den Pinsel mal nicht als eigenständiges Produkt sehen. Ich hätte den hier einfach reingepackt zu dem
Ja, ich hätte das zusammengepackt, dann wäre das nämlich auch kein einzelnes Produkt. Genau. Für den Adventskalender, den ich euch befülle, wollte ich den Satz beenden, haben wir quasi die ersten Produkte für den Adventskalender, den ich euch befülle. Wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn es euch gefällt, dass ihr mir auch ein Däumchen nach oben da lasst, hier Abonnent werdet, mir folgt, mir helft, noch ein kleines bisschen größer zu werden. Und ich denke, ich werde die Verlosung dann vielleicht so Richtung Ende Oktober, Anfang November machen, sodass ich Mitte November auslosen kann und euch losschicken kann, damit er pünktlich da ist. Bis dahin dürfen wir hier gerne Minimum die 600, gerne auch die 700 Abos knacken. Das wäre ziemlich, ziemlich nice. Dafür dürft ihr, wie gesagt, gerne reinfolgen und könnt dann in den Genuss einiger M-Asam-Produkte kommen, wenn ihr die auch mal ausprobieren wollt. Und ansonsten, was sagen wir zum Adventskalender? Der Warenwert wird in Ordnung sein. Das ist eher bei den Adventskalendern in der Regel immer. Hinten haben wir übrigens auch nochmal die ganze Produktkategorie. Also ihr könnt zum Glück auch nochmal gucken, bevor ihr im Laden kauft. Ich habe ihn jetzt blind gekauft. Bin ich unzufrieden, dass ich ihn blind gekauft habe? Nein. 60 Euro ist natürlich eine Menge Geld. Dafür, dass ich jetzt am Ende eine kleine Produktauswahl an Probegrößen, muss man ja auch sagen, da habe. Ein Teil ist aber für den Adventskalender meiner Schwester, deswegen bin ich da nicht so traurig. Ein Teil für den Adventskalender für euch. Für wen ist er was? Ich denke, er ist auf jeden Fall für jemanden, der sagt, oh, ich mag vielleicht schon so ein... Ich mag das Magic Finish und würde gern mehr ausprobieren. Jemand, der sich vielleicht auch nicht so häufig und so viel und krass schminkt wie ich. Krass. Der stärker geschminkt ist, sondern eher von der natürlichen Art und Weise ist. Denn ich glaube, das ist das, was M-Asam auch verkörpert. Eher dieses natürliche, zurückhaltende Make-up. Höchstens mal eine auffällige Lippe. Aber es brennt übrigens immer noch. Aber das Öl ist wirklich sehr schön. Es fühlt sich auch sehr, sehr angenehm auf den Lippen an. Also, wenn ihr Bock habt, M-Asam auszuprobieren, dann macht es wirklich Sinn, das mal zu machen. Ansonsten glaube ich, dass der dem gehypten Make-up-Fan vielleicht nicht unbedingt gefallen wird, weil wir haben jetzt so ein, zwei coole Produkte drin und ja auch ein bisschen Pflege mit der Lippenmaske beispielsweise. Der Mix hätte müh besser sein können, wie gesagt. Und wir können theoretisch ja mit dem Lippi, die, Litter, da ich den jetzt behalte, swatche ich den jetzt auch mal. Mit dem Lippi können wir ja auch eigentlich theoretisch die Wangen machen, wollte ich gerade sagen. Das mag ich nicht an diesen dünnen Lippis. Die gehen so schnell kaputt. Okay, muss ich meiner Schwester sagen, dass wenn sie ihn benutzt. Ja, weil ich muss ihn ja ein Stück raus. Also ich meine, ich habe ihn so weit draußen gehabt. Vielleicht so. Das ist jetzt nicht viel, wie weit ich ihn draußen hatte. Ich hatte ihn nicht gefühlt bis dahin draußen. Man sieht richtig. Ach, guck mal, ich kann so genau einordnen, wo ich war, weil man die Kante sieht. Ich war genau bis da. Und heute sind keine 40 Grad in meiner Wohnung. Das ärgert mich jetzt wirklich. Ich versuche dir mal jetzt hier wieder so ein bisschen anzutatschen. Guck mal, können wir gleich mal austesten, ob man den auf den Wänglein auch benutzen kann. Kann man. Dadurch, dass der ist sehr schier, das muss man wirklich sagen. Der ist von der Art und Weise sehr weich, sehr so ein bisschen wie ölig. Also um euch das mal... Ja, also ausgeblendet sieht man ihn fast gar nicht. Okay, ich bin nicht traurig drum. Im Sinne von, dass ich die Farbe schön gefunden hätte. Ich bin traurig ob der Qualität. Das finde ich nicht so cool. Ich weiß jetzt nicht, ob das einfach an diesen kleinen Dingern liegt. Ob der einfach ein... ja, vielleicht schreibe ich da im Asam nochmal an. Keine Ahnung, ich habe das ja über die Homepage bestellt. Vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo auf meinen Kanal freuen, damit ihr hier keine Videos mehr verpasst. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns ganz, ganz bald zum nächsten Video wieder. Bis dahin verlinke ich dir hier mal meine Playlist, wo nur ein Video drin ist. Nein, ich verlinke... Was verlinke ich dir? Ich habe da wirklich nur ein Video drin. Ich würde dir ja gerne jetzt meine Playlist mit meinen Adventskalender-Videos verlinken. Aber da ist noch kein Video drin. Deswegen verlinke ich dir hier mal meine Playlist mit den Hauls. Hier geht es zu meinem Kanal zum Stöbern und Abonnieren. Und hier findest du das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Und es werden bestimmt noch weitere kommen. Nicht so viele wie die letzten Jahre, aber bestimmt noch weitere. Dementsprechend bleibt gerne dran und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, ciao!